Willkommen in unserem Lernvideo über das Hexameter. In dem folgenden Video werden wir euch die klassische Versdichtung aus der Antike näher bringen und anhand von Beispielen erklären. Viel Spaß! Der Hexameter ist das klassische Versmaß der epischen Dichtung und der mit am meisten verwendete Rhythmus in der lateinischen Lyrik. Er besteht grundsätzlich aus 6 Daktylen, 5 vollständigen und einem unvollständigen Daktylus. Der Daktylus ist ein Versfuß mit einer langen und 2 kurzen Silben. Er gehört neben Jambus, Trocheus und Spondius zu den 4 Grundelementen der Metrik. Nun kommen wir zu einem weiteren Grundelement der Metrik. Wenn die ersten 4 Einheiten durch 2 kurze und eine lange Silbe ersetzt werden, spricht man von einem Spondius. In der 5. Einheit kommt dies allerdings sehr selten vor. Die letzte Silbe ist daher immer lang oder kurz. Damals ersetzte man ein Daktylus durch ein Spondeus, um einen eintönigen Klang zu vermeiden oder das Werk dynamischer erscheinen zu lassen. Als nächstes beschäftigen wir uns mit der Aussprache und der Verslehre. Weil das Aufeinandertreffen zweier Vokale für die römischen Ohren sehr unschön klang, versuchte man dies zu vermeiden und begann, einen auslautenden Vokal mit dem anlautenden Vokal des Folgeworts verschmelzen zu lassen oder sprach den anlautenden Vokal nicht aus. Dabei unterscheidet man zwischen Sinalöfe und Aphärese. Man geht von einer Sinalöfe aus, wenn ein Wort auf einen Vokal oder M endet und das folgende Wort mit einem Vokal oder K beginnt. Infolgedessen verschmelzen beide Vokale miteinander. So spricht man zum Beispiel mare et, maret aus. Man spricht dagegen von einer Aphärese, wenn das zweite Wort auf es oder est endet. So wird der anlautende Vokal nicht ausgesprochen. Als Beispiel quantum est, quantumst. Dabei unterscheiden sich die deutsche und die lateinische Metrik grundsätzlich zueinander. So ergibt sich der Rhythmus im Deutschen durch den regelmäßigen Wechsel aus betonten und unbetonten Silben. Dies wird als Prosabetonung bezeichnet. Im lateinischen Vers hingegen ist dies bedeutungslos. Sein Rhythmus ergibt sich aus der geregelten Abfolge von langen und kurzen Silben. Im Folgenden werden wir euch anhand des Proömiums aus den Metamorphosen von Ovid erklären, wie man einen Vers im Hexameter richtig skandiert. Hier der Beispielsatz. In nova fährt animus mutatas dickere formas. Ihr beginnt damit, die Vokale im Vers zu markieren. Da der letzte Daktylus immer unvollständig ist, verändert sich dieser nicht und kann somit mit einem langen betonten Vokal und einem kurzen bzw. einem zweiten langen markiert werden. Bei unserem Beispiel ist der 6. Daktylus formas. Hierbei handelt es sich um 2 langgesprochene Vokale. Weiter geht es mit dem ersten Vokal des ersten Daktylus, da dieser immer lang ist und wird somit markiert. Danach sucht man sich die nächsten 2 Vokale, um den Daktylus zu vollenden. In unserem Beispiel sind es O und A, welche in nova kurz gesprochen werden. Nun gehen wir weiter zum zweiten Daktylus. Da der erste Vokal in einem Daktylus immer lang ist, wird auch dieser markiert. Ähnlich bei dem Wort nova werden die Vokale kurz gesprochen. Damit ist der zweite Daktylus beendet. Auch wenn der nächste Vokal noch Teil des Wortes ist, gehört er schon zum nächsten Daktylus und wird damit lang gesprochen. Von nun an beginnen wir, den Vers von hinten zu skandieren, da dies leichter ist. Da bei dickere die letzten beiden E's kurz gesprochen werden, muss das I lang sein. Aufgrund der 3 übrigen Vokale müssen alle lang sein, damit insgesamt 6 Daktylen vorliegen. Nun gehen wir über zum zweiten Vers. Dort haben wir es mit einer Besonderheit zu tun, da hier eine Elision vorliegt. Hierbei wird also vom Wort que das U und E weggelassen und somit mit prima verbunden.